Jo Leute, willkommen zurück zu Xenoblade. Es geht weiter. Den Händler haben wir gerade die Flüssigkeit gegeben und der ist jetzt weg. Und jetzt geht's hier weiter durch die Wüste. Ich müsste eigentlich auch mal gucken, wie jetzt die Klassen schon freigeschaltet sind. Vielleicht können wir das sogar schon. Oder oben sind Shinies. Nehmen wir die mit? Ach, scheiß drauf, kommen wir mehr. Ich hoffe, wir können bald durch alle Klassen durchwechseln. Ja, Kampf brauchen wir jetzt nicht. Bestimmt bewacht der den Koffer hier, ne? Scheiße. Ey, sag mir nicht, ich komme jetzt hier nicht durch. Ah, doch. Oh, hier unten ist ja einer. Scheiße. Ob wir die schaffen? Ich bin direkt in Ohnmacht gefallen, what? Alter, wir sind alle fast... Alter! Da muss mal einer eine Heilung rausballern. Alter! Können wir noch abhauen? Können wir noch abhauen? Wir können noch abhauen, oder? Scheiße. Alter, was war das denn? Die waren Level 16, ne? Was bin ich? 12, okay, die waren halt auch hoch. Scheiße. Dass hier so viele Gegner sind und die immer aggressiv sind, ist auch ein bisschen blöd, Mann. Nee, okay, scheiß drauf. Wir halt scheißen auf die Dings da. Oh, was ist das denn hier? Sieht ja ganz cool aus. Grenzmauer der Handfläche? Navigation an. So, hier oben mal drüber. Aber da... Stufe 15. Für den schaffen? Bestimmt nicht, ne? Oh, noch so ein Flugding. Kein Bock. Mann, wieso sind wir denn so auf so einer geringen Stufe? Vielleicht sollst du doch mal ein bisschen leveln. Ja, die Frage ist halt, wo? Am liebsten ja bei Shinies, ne? Komm, die nächsten Shinies nehmen wir alle mit. Ach du Kacke. Nächste Shinies nehmen wir alle mit. Ich habe einfach die falschen Klassen, das ist auch das Problem. Und ich habe mich nicht ausgerüstet. So richtig. Ich finde es gut, dass man sich außerhalb von Kämpfen einfach komplett automatisch heilt. Gefällt mir. Piento-Mulde. Racine-Platte. Billy! Hast du schon vermisst, oder? Kämpft doch einfach gegen Level 12er. Ja, aber die Shinies geben wenigstens auch gute Items und so. Keep it together now, Mimi. I'll drag you along myself if I have to. I mean, I get that it's hot, but really? Whether we're talking food or weather, Mio does not take to heat. I knew this would happen. Heat's never bothered you, has it, Lance? Nope. I'm made of sterner stuff. Bestimmt wechselt hier die Klasse.
I'm starting to feel a little worn out. A spot to rest would be nice about now. Hey, look! There! Mimi, look! It's water! There's an oasis! Water? Yeah, water! Water! Come on, let's go! Yeah! Oh, come on. Talk about overreacting. We should be thankful they're back in high spirits. Let's just hope it's not a mirage. Level 1 run. Komm, hopp. Oh, das ist ein Shiny. Mimi, du musst von meiner Hand runter. Die steht auf meiner Hand. Danke. Das Shiny nehmen wir mit. Level 13. Ich habe nur noch eine Minute auf dem Timer. Das wird doch nichts. Mia, you all right? Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Hazy figure. Katze Power. Den haben wir. Ich gehe mir jetzt mal ganz schnell was für mein Essen holen. 10 Minuten Timer ist nämlich um. Ist ja 6x12. Also immer drauf da. Ja, wenn das so wäre, wäre geil, ne? Kätzchen habe ich auch was zu essen gegeben. Oha! Was sind das denn für fette Viecher? Shall we deal with it? Level 50. Ey, ich freue mich so aufs Endgame, Leute. Oh, ein Panda. Na, guck einfach ein bisschen zu. Guck zu und hab Spaß im Ausgeben. Guck zu und hab Spaß. Oh, da ist ein Shiny. Einfach einer gestorben. Die waren nur Level 14, diese scheiß Köter.
we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Where I'm from, it's called a last handshake. Hey, you barely messed anything up today. Airbag! Hallo. Moin. Is this like a rare thing? Wie sieht's denn mit den Klassen aus? Ey, die sind alle noch richtig leer. Oh, das dauert so ewig. Was ist los? Super Ghost Kamikaze-Attacke! 10 Geister fürs Finish! Was ist los? Hallo, greif an. Fight with focus. I know, greif den an, den Dummkopf. Was ist denn? Was? Stunden später, was passiert? Ja, Chat gerade kaputt. Obwohl Dings von uns wieder geht. Aber man scheint gerade irgendwie Probleme. Oh, shiny. Oh, eine shiny Schlange. Here we go, guys. Das sehe ich right away. So, when's the battle happening? Ja, mit dem Chat ist jetzt irgendwie doof, ne? Ohne Chat ist doof, finde ich. Als Knappe hatte ich einen guten Freund in Rom, der hieß Schwanzus Longus. Schweig! Ich wünsche keine Unverschämtheiten. Du wirst dich in der Gladiatorenschule wiederfinden. Ich lasse nicht mit mir scherzen. Solches Benehmen ist schändlich. Na warte, wenn Schwanzus Longus das hört. Wache! Bringt ihn hinaus! Oh Herr, er hat doch... Nein, er wird in einer Woche Peeren und Pestchen in der Arena gegenüberstehen. Gut, ja, also komm mit. Ich gestatte nicht, dass meine Freunde lächerlich gemacht werden von einem ordinären Schnösel. Ist noch jemandem zumute nach einer kleinen Schelmerei, wenn ich meinen lieben Freund erwähne? Schwanzus... Longus? Wir haben das bestimmt jetzt schon 100 Mal gesehen, ne? Ich finde es immer noch witzig. Habe ich ein Problem? Wann sind hier viele Gegner? Alter Falter. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Overfall! Ach du Scheiße. Was war das denn für ein Angriff? Ich hab keinen Heiler.
Hier sind 4 Leute. Ich hau ab. Oh Mann, ey. Also mir gefallen die Berufe gerade gar nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es gefällt mir gerade gar nicht. Also diese Scheißfinger krieg ich doch wohl kaputt, oder? Rang hoch. Ein Rang ist hoch. Ich glaube, viele kleine Mobs killen, also es war zumindest früher immer so, machen den Klassenrang hoch. Kann das sein, ob das hier immer noch so ist? Könnte ich mir gut vorstellen, ne? Dass es hier immer noch so ist. Viele kleine Gegner machen den Rang hoch. Das dauert da ewig zum Leveln, ja. Stufe hoch, alle Level 13. Das heißt, direkt die Leiste unter dem Leben ist die Erfahrungsleiste. Und darunter vielleicht der... Darunter vielleicht der Beruf? Könnte das sein? Gucken wir mal. Ich besiege jetzt hier alles. Wir müssen jetzt ein bisschen leveln. Rang ab. Rang ab. Ja, könnte sein, ne? Dass das da drunter dann die Klasse ist. Dann könnten wir doch mal gucken, ob jetzt hier schon Klassen frei sind. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Aber hier, guck mal, knapp. Und hier ist auch einer knapp. Dann wahrscheinlich nur... Der Rang an sich, ne? Fight with focus. I know, I'll rein myself in. Drauf. Ich habe aber nicht mehr das Gefühl, dass ich diese geilen Kombos machen kann. Das muss ich mir auf jeden Fall mal dann einstellen.
Rang ab. Ja, so, du musst viele kleine Mobs besiegen, dann geht dein Rang hoch. Ich glaub, so ist das. Ohnmacht, sehr schön. Habe ich noch einen mit Ohnmacht? Wieso greift die nicht an? Hä? Hä, wieso gibt's keine Angriffe? Treff an! Hä? Hä? Wieso greift er nicht mehr an? Hallo? Hä? Irgendwas ist kaputt. Ich greife nicht mehr an. Hä? Ich habe einfach nicht mehr angegriffen. Das war ganz komisch. Wie sieht es jetzt mit den Klassen aus? Wo steht denn? Rang 4 ist die Klasse. Die Klasse ist auf Rang 4. Boah, der eine ist fast voll. Ja, das geht. Wir müssen kleine Mobs killen, dann gehen die Dinger voll. Das ist gut. Das ist gut. Viele kleine Dinger killen. Ich kümmere die Schlange, die ist Level 15, die gibt es schon viel. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Your deal is me. Center. Love to see it. Neue Klasse. Ah, da steht sogar dann. Neue Klasse. So, und jetzt befassen wir uns da mal ein bisschen mit. Es tut mir leid, aber das müssen wir machen. So, Noah. Noah war... Ah, guck mal, da sieht man auch, wie er besser und schlechter wird. Angriff, Heilkraft, Geschick geht hoch. Ich finde den als Schwertkämpfer besser, weil der hat da natürlich übel viel Leben. Was kann Techniker? C, D, A, A. Was ist denn A, A? Wertdetails. Nee? Klassendetails? Da. Was ist denn Turm? Noppon-Münzen nutzen? Aha. Man kann auch den Rang. Hier die Ränge direkt. Okay, das ist ja richtig scheiße auf hier. Wieso ist er denn jetzt gerade auf Death? Das ist der Angriff. Die will ich auch auf Angriff.
Du bleibst Magier. Du bleibst Magier, das ist auch gut. Aber so einen richtigen Ogre, der richtig krass Schaden macht, wäre auch gut, ne? Angriffskraft 129. 120. 126. Vielleicht mache ich die auch noch als Heiler später. Boah, es ist echt schwierig, weil ich ja gar keinen Vergleich habe. Ich weiß auch nicht, was Techniker kann. Gefühlt ist Techniker viel besser als Magier. Schwieriger. Ah, Klasse 10 ist das Maximum. 10 ist das Maximum. Boah, der ist halt viel besser, ne? Boah, das ist krass. Die ist krass, die Verteidigerin. Ich bin überfordert, Leute. Ach, guck mal, da sieht man schon, was sie anhätte. Wir können ja auch ein bisschen einfach nach Look gehen. Und nach Look will ich die auf jeden Fall später da haben. Wir haben auch 10 Nippon-Münzen. Ey, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, aber es ist gerade echt Qual der Wahl. Die wird auf jeden Fall mächtige Wache, glaube ich. Techniken. Der hat diese Techniken, der hat auch nichts Neues, ne? Ach, guck mal, da steht, was das ist. Oder wie? Das ist so eine Verteidigungssache. Das heißt, er ist eigentlich Verteidiger, oder wie? Lufttief. Hier haben wir ja das Schwanken. Was hatten wir? Erst Schwanken. Hier haben wir nochmal Schwanken. Genau, ist ja die gleiche. Dann könnten wir zweimal Schwanken machen. Ja, ist doch gut so. Hier auf Boden. So, und hier muss ich erstmal gucken. Was ist das denn hier überhaupt? Ätherangriff. Das ist übelster Scheiß. Hier, bei Techniktreffen halt nahegefährt um 100% der Heilkraft. Das machen wir. Vortex, viel besser. Hier auch. Vortex, viel besser. Ja. So, und hier müssen wir uns mal gucken. Umwerfen. Genau, umwerfen ist gut. Umwerfen und umwerfen. Und da brauchen wir noch Ohnmacht. Hat irgendjemand noch einer von denen vielleicht Ohnmacht drauf? Das ist Ohnmacht, scheiße. Ja, deswegen haben die das. Das ist Ohnmacht. Okay, ich verstehe, so machen wir das. Was haben wir denn hier? So, haben wir irgendwas Cooles? Heilungstechniken, das können wir direkt mal machen hier. Guck mal, die hat gar nichts drauf sogar. Schwerer Fersenschutz, okay.
Erhöht Heilkraft um 20%, das ist gut. Ja. Zack. Der hat ja sowieso Reif des Wissens, das ist gut. Dauer von Schwanken, das ist gut. Blockrate, das ist gut. Das ist scheiße. Erhöht Trefferrate. Das wäre doch bestimmt geil für die mit den Chakras, ne? Mit den Chakrams. Erhöht Dauer von Umwerfen. Wer hat denn noch Umwerfen? Schwanken. Ich bin schon wieder verwirrt. Wer hat denn Schwanken? Ist das nicht falsch? Der hat Umwerfen. Er hat Umwerfen. Boah, Leute, das ist kompliziert. Es tut mir leid. Es wird eine ganz technische Folge heute. Oder jetzt. Nee, Ausrüstung. Da wollten wir hin. Die beiden brauchen doch nicht Schwanken, sondern Umwerfen. Und die brauchen Schwanken. Und ich glaube, hier mache ich mal lieber Leben. Hatte ich nicht irgendwo erhöht Leben? Da, maximale KP. Ja, das ist viel besser. Dauer von Umwerfen ist gut. Heilkraft. Also Verheilungstechniken, sehr gut. Schaden von Autoangriffen, das ist scheiße. Das machen wir auch weg. Agilität. Das ist doch gut, oder? Hoch. Und er hat Dorf von Schwanken. Ja, so machen wir das. So, jetzt war bei Talente noch was, ne? Junge, Junge, Junge. Wird Kapierung, also Technik. Peterfähigkeit. Was hat er? Er hat gar nichts. Auch nichts. Vielleicht müssen wir das erst noch lernen, ne? Junge. Ich glaube, so ist gut. Jetzt gehen wir mal zur nächsten Mission, würde ich sagen, oder? Rezentroteich. So, jetzt geht's erstmal weiter, Leute. Junge, Junge, Junge. Nice and cool. Beli, da wärst du auch gerne dabei, ne? Aber wieso sind die Frauen da so... Alright then. My turn. You too. Don't happen every day. Also was, so sind die Typen so spießig irgendwie? You mop it. Never do that again. Come on. You're already soaking wet anyway. What difference does it make? The difference is, you're an asshole. What's nothing different? Boah, hier sind ja richtig schlimme Beleidigungen. Cutter, bitte wegpiepen. Staying here, are you?
I've got something to take care of. I'll send it to you now. A map? From the survey branch. Annihilation events occur frequently here. Annihilation events? You mean... Look. Lol. It happens here too. Given our route, we should take the safest way possible. Very cautious of you. It's my duty to be. Thank you. Sure. Oh. Hoffentlich habe ich das schon. Hoffentlich habe ich das schon. Manana's battle soup, eh? Sounds yum. Ah, guck mal, jetzt kann man hier kochen selber. Was bringt das? Guck mal, habe ich alles. Mit Zutaten kochen. Aber was bringt das? Erhöht EP! Aha. Ich kann den Chat lesen, alles gut. Kampfsausuppe. Neuer Essenseffekt. 5% mehr Erfahrung. Wie sie den anguckt, richtig sauer. Ja, ja, komm. Wissen wir. Alles wunderbar. Erstmal eine Kampfsau gönnen, genau. Schmieden von Juwelen. Alter, das Game ist voll. Es ist voll mit allem, was ein Rollenspiel hat. Berufe, Klassen, kannst sie leveln, tausend Sachen ausrüsten.
noch eine Spezialfähigkeit und noch eine Spezialfähigkeit und schwanken und umhauen und herumwirbeln und alles, Alter. Kochen, craften. Gibt's irgendwas in dem Game, was es nicht gibt im RPG? Ist gefühlt, die haben alles genommen, was man im RPG machen kann und zack, reingeworfen, dieses Game. Alter, das ist ja alles auf einmal. Starrendes Auge. Da hinten soll ich hin, okay. Must be thanks to Manana's cooking. I always knew something special. Kämpfen jetzt nochmal, ich will das jetzt ausprobieren. Wieso haben die. Oh, wie haben die so? Haben die Umwerfen nicht offen? Wollen wir schwanken? Hier schwanken und hier schwanken. Ein bisschen. I'm the girl with the gall. Riku saw the Aspar around here, right? We should take it out quickly. Schon müssen wir den erkillen. Not to worry, just stick to the plan. Sobald das mehr als zwei Gegner sind, ne, haben wir Probleme. Das kann doch nicht sein. Okay, es sind drei Gegner, aber trotzdem, ne? Kann nicht sein, dass sobald da mehr als zwei Gegner sind, sofort tot. Oh, da hinten ist noch was Blaues. So habe ich das gesehen. Nicht gesehen. Ich habe bisher noch nicht einmal diese Ether-Sachen gefunden. Fällt mir gerade mal auf. Was ist das jetzt hier? Hä? Quadratisches Fragment. Oh, und dahin ist grün. Na, das, was ich gerade meinte. Gut, dass wir hier nochmal hin sind. Ist auch hier so Ether-Zeug, ne? Wie viel? Eins? Oh, eins. Zwei. Gut. Zwei ist gut. Here we go, guys. I'll follow you, Lee. Power. Hey, help me. I got something for you. Thanks. Eat it. Power. Power.
MVP. You're all thinking it. Crash out! Come here! I got something for you! This will keep me going. Dave! And crash out! We've got them pinned down! Group heal! If only you didn't charge off on your own. Here we go, guys. Run off. Take fuck. Fly, Noah. Es fehlt nur noch das, was nach Ohnmacht kommt, ne? Afka raubt hier für Drogen. Jetzt haben wir noch die. Oh, guck mal, hier ist noch einer. Here we go, guys. Schöner Shiny. Oh, den Extremschlag, den bewahre ich mir auf. Für den Boss hier. Safe ist das ein Boss. Safe, safe. Ja, ab geht's. Welches Level? 16. Gehen wir hin. Schwanken. Rauf da. Jetzt sind wir gleich nochmal einen Schwenker. Widerstand, ich krieg Krise. Ah, jetzt lerne ich das mit dem Koordinieren. Aber ich gerade gestorben bin, das ist alles immer neu. Mächtige Kampfstrategie starten. Ja, also das mit den Kombos weiß ich doch. Klappen würde, ja. Fülle die Kettenleiste. Angriffskette. Ach, das ist nochmal was Neues, Alter! Das ist nochmal was Neues. Angriffskette. Hey, time's over. I might have the answer.
Was? Was? Bei Start einer Angriffsseite stehen drei Kommandos zur Auswahl. Vergleicht die Boni, die Abschlussseite bringt und entscheidet für eines von Kettenkommandos wählen. Willst du zunächst Rest der Kommandos, die du folgen willst? Reduziert Wut von Angreifern und Heilern und steigert Wut für Verteidiger. 60% Chance Attacken während der Angriffe nicht geblockt werden können. Das machen wir. Kommandos ausführen. Wähle Gruppenmitglieder und greife mit Techniken an. Schwanken. Wähle Gruppenmitglieder und greife mit ihren Techniken an, wie du Attacke dich mitzuhalten. Reicht das? Nur davor, dich abzuschließen. Alles klar, das kriegen wir hin. Für kannst du wieder mit uns aufnehmen, bla bla bla. Das ist ein Moment. Weniger 20%. Okay, gut zu wissen. Alles klar. TP auf 100 bringen. Da machen wir jetzt hier nochmal schwanken. Taktikpunkte schon voll, Lul. Reaktivierung. Bei Erfahrung Aufschluss. Falls Angriffskette. Blablabla. Ja. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Reduziert während der Angriffskette. Steigert Gruß. Reduziert während der Angriffskette. 30%. Was machen wir? Kriegskunst. Aber ich habe ehrlich gedacht, das wird ein bisschen mehr abziehen, um completely honest zu sein. 16.000? War es gerade 16.000? Nee. Gut. Hallo Zeili. Keep going. Push through. Yeah. 22k. Wer ist wohl kein Ding angezeigt? Okay. Hab dich jetzt nicht so krass beeindruckt, muss ich sagen. Alles gut bei uns. Das Game, ja, ich finde es sehr gut. Ich kann es nicht mit 1 oder 2 vergleichen, aber was ich so von den Zuschauern gehört habe und wie ich es selber finde, also ich bin jetzt 6 Stunden live, 6 Stunden am Zocken, also ist schon ganz geil. Und du musst überlegen, nach 6 Stunden kam nochmal eine neue Attacke. Ganz krass. Wir sind immer noch im Tutorial. Here we go, guys. I'll follow your lead. Right.
Unstoppable with you around, Senna. I'm the girl with the gall. Is this like a rare thing? Ätherkanal, her damit. Wie viel ist da drin? Wieder zwei? Eins? Zwei? Vier! Das war gut. Vier ist krass. Mich deucht auch. Also, ich muss noch mal ganz kurz Props aussprechen. Die Welt ist riesig, ne? Also, wenn wir jetzt hier anfangen würden, alles zu erkunden, da wären wir aber auch, da wären wir immer noch ganz am Anfang. Guck mal, wie groß die Welt ist. Da läuft einfach so ein Riesenvieh rum. Ey, ich will den besiegen, Mann. Guess now we've left the army, we've got to handle stuff like this ourselves. It's a tough break, but we'll just have to take things. Leute, Samstag. Nee, Quatsch, morgen ist ja Freitag. Morgen 12 Stunden Stream incoming. Du bist bei Teil 3 unerschlossen. Ich kann dir leider keinen Vergleich sagen. Ich kann dir nur sagen, wie ich es an sich finde. Und ich bin ein sehr kritischer Mensch. Und an sich finde ich das Game gut. Wobei ich glaube, privat alle Cutscenes geskippt hätte. Das kommt doch nach 6 Stunden irgendwas mit Schmieden. Keine Ahnung. Kannst du hier ein Juwel noch schmieden? Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich es vielleicht ein bisschen zu überladen finde. Juwelen schmieden, das ist doch alles zu viel, Alter. Items herstellen. Ironclad, eh? Cool, I've been wanting one of those. Das Tutorial in Xenoblade hört nie auf. Wenn man sehen, kannst du einen Juwelen schmieden. Schmieden nur Muskeln aus Stahl 1. Was gibt das? Erhöht Agilität. Erhöht Angriffskraft. Erhöht Heilkraft. Erhöht maximale KP. Zehn ist das Maximum. Guck mal, was hier alles gibt. Es gibt hier alles. Oh mein Gott, das Game ist riesig. Ich kack ab. Es ist viel zu groß. Es ist viel zu groß, würde ich. Gems done. No bad job. Da kommt auch nach 30 Stunden nochmal neuer Shit. Alter, Kacke. Also wenn das Game so lange ist, Tatja, dann werde ich das bestimmt nur einmal spielen. Juwelen schmieden. Verkürze Intervalle zwischen Autoangriffen um 15%. Das ne. Gilt das dann eigentlich für alle? Für alle? Oder muss ich den dann auch einsetzen? Kosten. Ich hab keine. Ich hab keine Ätherzylinder? Doch. Hab ich doch. Kostet auch keine Ätherzylinder. Ah, ich soll erstmal wieder raus, deswegen. Zeili, vielen Dank für dein Follow. Ich habe gerade keine Alerts, weil Streamlabs kaputt ist. Ist eben abgeschmiert, Streamlabs. Weiß auch nicht, was da für ein Problem ist. Vielen Dank für dein Follow. Viel Spaß mit den Follow-Emotes. Wir haben auch normalerweise einen Chat. Der ist gerade weg. 50, 80 Stunden hält Lu nicht aus. Das kann sein, ja.
Juwelen schmieden. Fertiggestellte Juwelen kannst du im Hauptmenü unter Charaktere Juwelen ausrüsten. Jedes Juwel kann beliebig viele Charaktere zugeordnet werden. Du willst bis zu 3 Juwelen ausrüsten. Jedes Juwel verleiht andere Effekte. Passt. Das Spiel ist an. Alter. Wir müssen Juwelen herstellen. Das Game ist so fucking. Juwelen, das Game ist so fucking riesig. Jetzt kannst du hier einfach ein Juwel einsetzen. Hier auch? Ne, ist ja raus. 100 Stunden. Moin Morfam. Boah. Ich will mehr Juwelen. Ich brauche mehr Juwelen, Leute. Ich will mehr Juwelen. Hör auf zu labern, lass mich ans Feuer. Komm bitte, ich will nochmal ans Feuer. 60 bis 70 brauchen. Ja, das werden wir heute nicht schaffen, rein rechnerisch. Wieso ist an meinem Lager sind hier Gegner? Das macht doch gar keinen Sinn. Geh weg. Hier ist Blibla. Geht's dir, mein Bester? Kann ich ein bisschen was kaufen bei dir? Wo's? Da. Better make sure we're well rested. So, Leute, es gibt auch 10. Ach du Scheiße, wie riesig. Es gibt von allem bis Stufe 10. Es ist so fucking riesig. Verursacht bei erhaltenem Schaden 80% der Angriffskraft als Schaden. Kannst eine gewisse Menge Blut halten. Erhöht Angriffskraft. Erhöht Heilkraft. Wo war denn das mit schneller Angreifen? Das brauche ich. Guck mal hier, maximale KP um 250. Was ist das höchste? 1500. Hier, verkürzt die Intervalle zwischen Autoangriffen. Max ist 40%, das brauche ich auf jeden Fall. Das will ich haben. Auf doppelten Treffer? Oh, das brauche ich. Krogtool-Kiefer. Kann ich da irgendwie... Auf Liste. Auf Liste. Anschluss erhöhen, ausgehalten, Schaden 5%. Technik, 1,6,2,3, gut. Erhöht die Heilkraft um 20. Weiß ich jetzt nicht. Erhöht die Angriffskraft um 20. Stahlspalter habe ich. Mega geil. Okay, Leute, das war's für die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.